Servus Leute, in dem Video seht ihr übrigens die Sommer Jules und der Sommer Mike. Sommer! Weil wir letzte Woche gefühlt 30 Grad hatten. Und ihr seht, wie wir unsere Rohrgräbe gezogen haben, also ganz viel Bagger-Action. Ihr seht, wie wir um ein Abwasser verlegt haben. Und ihr seht übrigens auch, wie wir uns angefangen haben, weil wir nämlich zu viel Sonne abgekommen haben. Ne? Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Videoschauen. Mit diesem noch Rassel-Effekt. Okay. Gleichzeitig sein. Okay, also Maike und ich zeichnen gerade die Abwasserrohre ein. Da habe ich einen Plan auf dem Handy und wir müssen es nicht genau so machen, aber wäre gut, wenn es annähernd so wäre. Deswegen messen wir einmal kurz alles durch, zeichnen uns das an und dann können wir ausgraben und anfangen dann Rohre zu legen. Wir haben jetzt aber nur so einen breiten Löffelkleider. Egal. Bau mehr aus. Dann haben wir wieder mehr einzubauen. Wir wissen nämlich, wie wir Geld machen. Diese eine Fundament. Dann kommen eine Tür. Und dann kommen wieder Mauerwerk und Fundament. Das können wir ja aber so machen, wie wir das wollen, ein bisschen, weißt du? Einfach so mittig rein irgendwo da zwischen den zwei Fundamenten. Siehst du? Aber diese Problem, weil auch wieder hier viel Wetter. Mhm. Mach ihn hier irgendwo eine Punkt. Ja, Mitte. Mitte, ja. Diese ist sehr speziell. Mach ihn weiter vorne dran. Hier irgendwo. Diese gute. Mach ein Tic-Tac-Toe. XOXO! XOXO Gossip Girl! Okay, mach ihn einen Strich hier raus. Dann was ist ein Strich? Doch, du bist auch gerade auf dem Strich. Ich bin auf dem Strich. So, jetzt haben wir ein Problem. Entweder wir ziehen es bis danach vor. Oder wir führen es da an der Seite aus. Ja, wo ist das andere Loch? Warte mal. Das ist da, wo du stehst, ja? So. Was machen Sachen? Leiten diese nach vorne raus. Cool. Macht mir viel mehr Sinn. Ja. Wenn wir so viel 2-Meter-Rohre, dann führen wir es lieber so vor. Da, wo du den Strich gemacht hast, da gehen wir raus. Da. Müssen da also wir so. Mal buddeln jetzt hier so und führen das mal jetzt hin. Zweigen wir das zusammen. Das nee, hier. Das separat gehen wir so raus. In das erste oder ins zweite? Ins erste. Junge, Alter, hast du gesoffen oder was? Du bist ja jetzt schon voll aus dem Winkel raus. Ich muss so. Ich mach grad. Ja. Aber du nix grad. Junge, Alter. Du kommst immer näher hier rüber. Ja, nimm dir. Über den Er. Ah. Was du machen? So nix gut. Gut, so nix gut. Alter, voll grad. Was wollt ihr eigentlich? Die sind nix gut. Du musst so grad rüber und dann machen wir einen Abzweig so krumm. Ah, ja, mach ihn nochmal neu. Mach ihn hier eine Viereck. Ja. Ich geb dir gleich gelb, dann kannst du nochmal mit gelb versuchen. Im Wasser funktioniert die Farbe nicht. Nix Wasser funktioniert nicht gut. Aber du verstehst jetzt, was ich meine. Nee, das machen wir nicht. Diese Maike machen jetzt eine Rennbahn. Oh, Kurve. Diese gut. Diese schön. Diese besser. Jetzt macht diese Mann Male nach Zahlen. Diese war Waldorfschule. Guck in diese Mann seine Namen. Rein theoretisch könnte was auch so rüberlegen. Auf das. Wo machen vielleicht? Machen alternative Sprümer so rüber. So. Ja, Sprümer so rüber. Alternativ, ich will nur mal gucken. Ja, wie? Schräg? Schräg. Schräg. Ja. Freestyle. Mach schräg, geh genau Kante drauf. Hier. Oder von da direkt? Nee, mach Abzweige so zwischendrin. Hier irgendwo. Hm. Diese wäre Alternative. Da ist er gleich leer. Okay, Leute, welche Alternative würdet ihr nehmen? Die oder die? Ich glaube, diese besser. Zum Legen ist besser. Ja, zum Legen ist das besser, weil so nah an der Dämmung ist kacke. Nee, hat auch was mit dem Gefälle zu tun. Ja. Ich habe keine Ahnung von Gefälle. 2%. Auf wie viel? Weiß ich nicht, 1 Meter. Ja, auf 1 Meter, 1 Zentimeter ist
10% oder wie ist das? Ja, nee, dann weiß was nicht. Ich weiß es nicht, aus. Aber du musst halt immer gucken, dass es so ein bisschen im Wasser drin liegt. Ich nichts sagen, diese genau. Ich gebe mir da keine Rat, ich sage einfach nur Gefälle so. Boah, Alter, Kurva. Was du machen? Nee, Gefälle soll so 1-2% sein. Hörst du jetzt auf? Oh, was macht Huber? Hallo Huber! Hallo Huber! Hier, ihr faulen Schnapsnassen, lasst mich in Ruhe und arbeitet lieber was. Okay, willst du baggern? Mhm. Echt? Mhm. Traust du dich? Maike will baggern. Er traut sich. Vielleicht die ersten 5 Minuten, bis die Schnauze voll hab. I'm the giant that they running from. Taking shots, I think they jump the gun. If they go against me, then they done. You cannot handle this. I don't think you can pay for the damages. I don't know when it's gonna be a first place. You gon' need first aid. Think you need bandages. You know I'm about to lock it. All my monster they was looking for just like the Loch Ness. Thinking they gon' knock me out the door, they better stop it. They can never reach me where I'm at. I'm in a rocket. Carpet. In other words, you can't touch me. No. It's like I got the ball and it's rubbing. And you won't see me when I'm coming through. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable, yeah, 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 I'm untouchable, yeah. Soll ich die Straßenbauerhaltung machen? So. Heute steht auf dem Plan eine Verlegerohre. Und zwar müssen wir die jetzt noch ausrichten, einsanden, zukippen. Dann wird der nächste Graben gebuddelt. Und dasselbe Spiel nochmal. Ich schaufel jetzt mit der Schaufel aus der Schaufel. Achso, die Julia ist mit dem Rückwärtsbetonierer am, wie soll ich es nennen, Durchführung fürs Rohr rausspitze. Und Julia ist schon im Sommermodus. Sommer! Oh, Hilfe! Sommer! Warum benutzt du den Bagger jetzt dafür nicht? Zu schlecht im Bagger fahren. Danach mehr kaputt wie ganz. Nee, wir brauchen jetzt noch nicht so viel Sand zum Ausrichten. Und ich will mich mal wieder ein bisschen sportlich betätigen. Bisschen zu viel. Super. Oh, tsch***. Oh. Kennst du den Begriff Muckesäckele? Nee. Nicht? Ich glaube, das sagt man nur bei mir. Muckesäckele ist ein kleines bisschen. Ich muss mal Julia fragen, ob die den Begriff kennt. Also, wenn ich irgendwas falsch mache, ich verlege zum ersten Mal in meinem Leben ein Rohr. Also geschäftlich natürlich. Ich weiß nicht, ob man das nehmen kann. Ja, so schlecht finde ich es nicht. Ja, ist okay. Ist kein Meisterwerk, aber für mein erstes Rohr. Lohe auf zu lachen. Hoppla. Guck mal da, kritisiert. Da kritisiert er an mir, dass ich Kälte- und Wärmebrücke immer verwechsel. Ne? Ja, das ist ja aber was, er kann was nicht mal professorisch sagen. Oder professionell. Er weiß nicht mal, was das ist. Ist kein Grad besser als ich. Ja, aber Kälte- und Wärmebrücke ist ja was, Maul, was Technisches. Ich habe einfach nur einen Sprachfehler. Umgangssprachlich ist eine Wärmebrücke. Warte mal. Sage ja auch Muckesäckele. Denn weiter! Ja, nee, ohne Scheiße, der Flo kennst du nicht. Ich kenn's auch nicht. Du kennst auch nicht? Nee. Okay, dann sag mir das nur bei mir. Im Badische. Wir sind auch in Baden. Na, Schwarzwald, sorry. Du hast keine Ahnung, was gut ist. Schwarzwald!
So, ihr seht's, bei Mikey ist jetzt auch der Sommer ausgebrochen, nicht nur bei mir. Ja, er hat nämlich jetzt auch sein Shirtchen an. In Wirklichkeit habe ich mir in die Hose gemacht. Ja, stimmt. Meine Hose, ja, brauchen wir aber jetzt hier nicht thematisieren. Das, ich glaube, das will keiner wissen. Naja, auf jeden Fall hat der Mikey gesagt, dass ich hier rausgestemmt habe. Wir hätten da eine Aussparung machen können, aber wir haben den Entwässerungsplan erst später bekommen. Deswegen habe ich. Weil du so gerne rückwärts betonierst. Ja, auch wieder. Ja. Stimmt, ja, scheiße. Und weil ich gern mit einem Trennschleifer. Es ist doch Trennschleifer, gell? Ja. Ja, ich weiß nicht. Manchmal vergesse ich die Namen. Motorflex arbeite. Das habe ich jetzt rausgestemmt. Da können wir jetzt das Rohr ohne Probleme hochleiten. Dann sanden wir das Ganze ein, machen es zu und gehen dann auf die andere Leitung. Fluti. Aber machen wir nur ein bisschen Sand hier drunter? Nee, machen wir zuerst Fluti. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr das nennt? Das ist aber so, sagen tatsächlich ja, welche. Ja, sagen voll viele Walze, ne? Aber das müsste Lukas zensieren. Aber könnt ihr mal sagen, wie ihr das so auf der Baustelle nennt? Oder? Soll ich's drauf ja, das Gleitmittel eigentlich. Aber wir sagen Flutschi. Mhm. Oder Walze. Das habe ich auch schon öfters gehört. Aber warum Walze? Ich weiß es auch nicht. Macht ein Wal so viel? Ja, ein Wal macht, glaube ich, schon viel Walze. Der hat doch einen Pimmel, der ist doch. Was? 800 Kilogramm? Ich habe keine Ahnung, ich will es ehrlich gesagt nicht wissen. Doch, ich glaube, der hat einen gigantisch großen Pimmel. Der hat einen ganz großen Pimmel. Ich weiß es nicht, wie groß. Könnt ihr mal in die Kommentare reinhauen? Sind wir da überhaupt gut? Ja, achso, ja, wir müssen es eh vorschieben. Ja. Du nimmst, sollst ein Brett nehmen? Nee. Junge, du machst das Rohr kaputt. Ich mach's Rohr nicht kaputt. Nimm dieses Brett. Nein, so weit weg. Ich bring dir jetzt ein Drecksbrett. Frau Schäfer, ich mach das Rohr nicht kaputt, das ist ein Gummihammer, ich hab Gefühl. Leute, könnt ihr das bitte dann reinhauen in die Kommentare, dass er ein Brett nehmen soll, dass man da kein Gefühl hat, auch mit dem Gummihammer, ne? Guck, wo ist hier was verschlagen? Alles, so ich dir das da vorne zeige, da hat es voll viele ja, Einschläge. Wo ist hier was verschlagen? Ist mir scheißegal. Ich mach Gummi rein. Ist mir scheißegal. Und du bringst nächste Flutschi und dann. Ja, warte mal, welches war denn das da, gell? Jetzt kommt ein 30er Bogen und dann machen wir einen 15er Bogen und dann kommen wir ganz schön raus. Dann machen wir Sand und dann gehen wir heim. Ja. Ihr geht angeln, ich gehe zum Friseur, Leute. Ja. Morgen sehe ich anders da aus. Da geht mit angeln. Welches haben wir jetzt gehabt denn hier? Weiß ich nicht, du bist doch Rohrbauexperte. 45 haben wir. So irgendwie, ja? Ja, passen. Sorry, Leute, ich muss mich verbessern. Sorry. Wenn 30 und 45 jetzt. Ich weiß. Was gibt 30 und 45? 11. Nee, was gibt denn das? 75. Das ist hart an der Grenze, weil man macht 75 Grad macht man eigentlich nicht wirklich. Also so jetzt ist es okay, aber gerade weil, also hier ist es okay, aber wenn man unten 75 Grad legt, ist es immer ein bisschen blöd, weil da kommt man nicht mehr durch, wenn man das reinigen muss oder schwer oder bedingt durch, wenn man das sauber machen muss. Aber dazu kommt dann ein bisschen mehr, wenn ich mein Erklärvideo mache. Jetzt brauchen wir Sand. Mach Deckel drauf, wo ist ein Deckel? Jetzt so einsande und dann Gummi können wir noch, und Deckel. Können wir noch bitte das Gefälle noch ja. zusammen machen? Mhm. Warum machst du da drüber? Die sind nichts mehr vergessen. Ach so, ja, das ist ein guter Trick. Mhm. Oh, jetzt muss ich duschen heute Abend. Oh, ich habe gedacht, ich kann Wasser sparen. Ja, guck mal dich an, du musst heute Abend nicht duschen. Nö, ich dusche nie. Ich spare Wasser, ich bin ein Schwabe. Der Etienne hat eigentlich mal gesagt, er will mich schlagen, wenn ich die Hose anziehe. Ich bin mal gespannt, wann du rauskommst und dir mal einen ins Gesicht wäscht. Passend. Oh, tschüss. Tschüss. Nee, aber jetzt, das können geile Socken. Flo, wie stehst du zum Thema Duschen? Einmal im Monat. Das ist schon fast zu viel, Alter. Erst dann Weihnachten. Du bist schon echt heftig, Flo. Also ich bin so alle halbes Jahr mal. Die Zuschauer können froh sein, dass es bis heute noch keinen Geruchsfernseher gibt. Ja, weil es ist echt hart gerade hier, ne? Er gibt so einen komischen, modrigen Geruch ab. Ich gebe so einen schlammigen, so einen erdigen Geruch ab. Und der Flo, Verwesung. Und der Flo ist Schlemmelverwesung. Der Flo riecht nach Pommesfett. Ich meine, Pommesfett ist besser als Verwesung. Also. Ja, stimmt halt auch wieder. Der Etienne wollte ihn doch schlagen, wenn er die Shorts anhat. Der hat ja nicht die Shorts an. Doch. Das ist eine normale Hose. Nein, das ist eine Shorts. Hä? Das ist doch die das normale Hose. Das sind die, wo ich beim Clemens habe. Alter, guck doch mal. Wenn ihr jetzt wenigstens Beine hättet, ne? Und keine Zahnstocher. Achtung, nächsten Montag kommt er auch mit der Shorts. Guck. Weil das so geil findet. Shorties! Wie
fühlt sich das mal vor der Kamera zu sein? Komisch. Komisch? Ich darf auch mal fahren. Was machen Sie? Rohre verlegen. Rohre verlegen? Ja. Professioneller Rohrverleger. Und warum machen Sie das? Damit ich ordentlich schachten kann, wenn die Halle fertig ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das hebt, gell? Das habt ihr gebaut, ich hab damit nichts zu tun. Doch, doch, du machst jetzt gerade den Sand drauf. Du kannst schon was da an dem Gefälle ändern. Da muss doch mehr Sand drauf, so ist es jetzt nicht. Das ist ja jetzt nur mal hier. Das Spargelfeld ist das. Ach, viele Haare, viel Schwitzen. Hier ist weg jetzt. So fährt wie so ein schleichende Ende. Was machen Sachen? Warum, was ist denn da im Hintergrund? Kaffee. Was ist da im Hintergrund? Kamera. Eine Kamera. Hey. Aha. Wenn man sich jetzt selber oder was? Mach ein Video. Weiter zurück. Gerade. So, schüttel. Morgen. Servus. Bereit, Flo? Ich habe einen Kindersitz für dich gerichtet. Wir gehen jetzt Sand holen. Willst du mit? Ja. Deini. Den schenke ich dir zum Geburtstag. Ich habe aber erst im November. Ah ja, dann hebe ihn so lange auf. Bisschen vor. Jetzt runter. Aber jetzt sofort in die Richtung. Ja. Jetzt Sand. Ja, hier brauchen wir aber noch Erde. Aber du musst trotzdem hier brauchen wir noch Erde. Und hier musst du auch noch glatt ziehen. Wir brauchen jetzt überall noch ein bisschen Erde. Hier brauchen wir noch Erde, aber nicht so viel. Weißt du, was ich meine? Hier und da hinten auch, damit wir so das einsanden können. Weißt du, was ich meine? Also wie so einen Tunnel bauen. Will der Mikey fahren oder was? Ah, der holt Schaufel. Auch eine sehr gute Idee, eine Schaufel zu holen. Aber ich würde gerne mal hier noch ein bisschen freilassen. Boah, was bringt denn der? Was hängt da eine Leiche? Boah, bei 45 doch mal ganz knapp, ne? Irgendwie ist es heute warm, aber irgendwie doch nicht so warm. Echt? Ja. Was sagt dein Wetter? Wie sagt man? Das sagt man heiter bis wolkig. Und Aussicht auf Fleischbällchen. Tschüss. Tschüss. Ja, was? Hier drücken?
Gut, runter. Aber so vor. Und ja, runter, runter, runter. Schatz, was ist das? So rum, so rüber. So rüber, so rüber. Das andere ist so rüber. Das versteht doch jedes Kleinkind. Falsch wieder, so rüber. Warum kann ich das mit Mike wunderbar machen und bei dir gibt's gleich stumm? Ich sag doch, Paartherapie in Ägypten. Oh. Nein. Nein, ich will nicht runterfliegen. Schatz, ich bin schwer. Schatz, ich bin schwer. Nein. Oh, nein. Oh. Nein. Nein. Mach mal Delfin. Delfin, Delfin. Ich liebe ja Erde. Handbagger ist nicht meins, ne? Dafür brauchen wir übrigens einen Führerschein für so eine Schaufel. Wie so viele nicht zu bedienen. Guck mal, da kommt der Mike an. Ist genau das riesige Gefährt für seine Größe. Der sieht aus wie so ein kleiner Minion. Warte. Ups, I did it again. Komm in die Schaufel rein, sonst müssen wir ja ewig scheppen. Hä? In die Schaufel. Du kannst herfahren. Nee, nicht. In die Schaufel rein bei mir. Warum? Ja, dann brauchst du es nicht hin und her scheppen, dann können wir es verteilen. Wir müssen aber hier noch hin. Ajo, ich mache das Sch jetzt in die Schaufel und dann sagt der Wasser, wie viel wo haben wollt. Weißt du was? Flo, Hauptsache meiner Mehrspartereinführung geht's gut. So Leute, der Lukas hat heute Geburtstag. Der Etienne hat ihm schon gratuliert, aber willst du auch mit dabei sein? Der hat ihm schon gratuliert heute Morgen. Aber doppelt hält besser, oder? Hallo. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Lukas! Happy Birthday to you! Ich hoffe, du hast schon heute wirklich Geburtstag. Danke. Ich hoffe, du hast heute auch wirklich Geburtstag. Das war eine gute Performance. Ja, also wir haben extra geübt für dich vorher. Finde ich gut. Ich danke. Ich hoffe, du hast einen schönen guten Morgen gehabt, einen schönen Geburtstag morgen. Ja. Und dir geht's gut bei dem schönen Wetter, aber du magst nicht so Sonnenschein. Ja, und der Flo steht neben mir und filmt. Das kommt nämlich in den Vlog rein. Ne? Ja, dass du schön Bescheid weißt, weil ich heb dich nämlich direkt an mein Mikro. Und ja, genau. Wir sehen uns nächste Woche dann, gell? Ja. Dann gibt's Geburtstagskuchen ins Gesicht. So lange muss ich noch ohne Lukas aushalten. Oh, der Mike ist ganz schön traurig. Ja. Kein Lukas. Guck mal, der flennt schon rum hier. Armer Mike. Okay, dann wollen wir dich nicht länger stören. Wünschen dir noch einen schönen Tag. Ja, wünschen dir noch einen schönen Tag. Und ja, bis dann. Tschüss, Lukas. Tschüssi. Tschüss. Das war der cringeste Anruf meines Lebens. Patti, mach ja sowas nicht, ne? Ich fahr ja persönlich hin mit so einem Puh. Boah, das wäre auch witzig gewesen, wenn wir das hätten machen. Was den Lukas überraschen mit so Feuerwerkskanonen. Der wär aus dem Bett geflogen, wäre mit seinem Leben nicht mehr klargekommen. Machen wir nächstes Jahr. Komm mal, kannst du es bitte rausschneiden, dass er es nicht weiß? Sollen wir den rausmachen und neu schneiden? Den werden wir ja wohl müssen, oder? Nö, müssen wir gar nichts. Wir können was ist, wenn wir hier nochmal 15 Grad reinmachen? Dann sind wir noch ein bisschen länger. Wir können das auch so hoch gehen lassen. Wo das hochkommt, ist eigentlich egal. Das muss ja nicht genau im Eck sein. Haben wir schon besser. Ja, was ist, wenn wir hier nochmal 15 reinmachen? Ja, wollen wir mal probieren. Wo, diese 15? Hab mal. Was machst du? Kurz gucken. Was guckst du? Ach so, was hochkommt. Alter, hier geht's richtig runter. Guck mal, wie der Boden sich bewegt. Ach, das ist kein guter Spielsand, Mann. Wo ist dieser Plan?
Ja, guck. Ich habe gerade keine Zeit. Es ist kaputt. Geht schon genau eck. Ja, relativ eck. Hier hat er Vormauerung und deswegen zieht er dann da das Rohr. Ja. Aber dann kannst du eh so lassen, wenn hier Vormauerung hinkommt. Kannst du lassen, ja. Lass uns so diese gut. Mach einen Sand. Bäh. Nicht in den Mund nehmen. War eine schlechte Idee. Nimm mal Wasserwacke, ich schiene dir. Das ist viel zu viel. Ja, aber... Jump around! Machen wir mal den Dreck mal raus. Dieses Mal haben wir Rolle getauscht. Ah ja, jetzt darfst du mal das Flutschi aufziehen. Ich lang das aber nicht an. Die Elefante. Mal w. Elefante. Okay. Es können auch Elefante sein. Mhm. Könnte auch. Schmeiß mir mal der Hammer her. Giraffe sein. Bist du? Mhm. Gut. Ja, ist gut. Ich hol jetzt Flutschi raus. Ich mache mit dem Flo Bekanntschaft. Flo, Flo. Das heißt aber wirklich so. Ich weiß aber nicht, wer auf diesen Namen gekommen ist. Ich habe euch ja schon mal gefragt, wie ihr das nennt. Ich glaube, im Erklärvideo kann das sein. Ja. Habe ich euch gefragt. Aber hier könnt ihr es auch gerne nochmal kommentieren. Das ist echt verwunderlich. Und übrigens, wenn ihr das Erklärvideo sehen wollt, dann müsst ihr gerade hier klicken oder da klicken. Ich weiß nicht, wo ihr Lukas einfügt. Dann kommt er zum Erklärvideo, was man zu beachten hat, wenn man Abwasser legt. Genau. Ich würde sagen, einmal mit Profi schaffe. Diese nix geht. Ja, nochmal 45 oder so oder 30 oder. Ah ja, guck hin. Diese ist super. Jetzt diese super, ja. Siehst du? Und dann rüber. Aber diese mit Gummi bitte. Weißt du, kann ich nämlich euch eins erzählen. Also wenn viele dieses Gummi verkehrt rum einbauen, da habe ich auch schon viel gesehen. Das schwimmt dann einfach weg, weil es nicht richtig abdichtet. Und das habe ich ja schon erklärt, ne? Oder viele vergessen sogar das Gummi da innen drin, der schwarze Ring. Und dann ist es halt so, dass das vielleicht ein bisschen hebt. Ich meine, das Ganze arbeitet ja auch, trotz dass man das verdichtet hat. Und irgendwann hast du halt die... Ach, fuck. Irgendwann hast du halt die Scheiße sozusagen im Keller dann drin, ne? Warum schlägst du ins Loch? Weil du so reinkriegst. Ist es drin oder ist es nicht drin? Ist es drin oder nicht drin? Jetzt haben wir hier, glaube ich, ein riesiges Problem, wenn ich das so richtig sehe. Ja, wir müssen das jetzt eh ausrichten. Wir müssen hoch hier. Ja. Jetzt hör mal auf, ich muss das jetzt noch reinklopfen. Mach hier mal noch. Jetzt kommen wir aus hier raus. Drauf. Sagt er, der seit einer halben Stunde mit dem Sand spielt. Ich soll aus mir rauskommen. Was mit dem Sand spielt? Ich habe da drüber komplettes Rohr verlegt. Ich wäre so gut. Muss drin sein jetzt, oder? Ich wäre so gut. Aber wir müssen hier gucken. Ja, jetzt Stück für Stück zum Glück. Ich habe keine Zeit. Guck mal, hier liegen 20 Dichtungen. Die sind noch zum Sonderverkauf. Jetzt einmalig Zuschlager. 1,99 so eine Dichtung. 1,99. Wenn der drei davon kauft, dann zahlt er fürs Dreierpaket nur 2,99. Das bedeutet, ihr spart fast einen Euro. Nee, fast 2 Euro spart ihr. Fast 2 Euro. Jetzt ab sofort händlich. 3 Dichtungen für 2,99. 1,99 Euro. Euronen. Hey, Mike. Schee, Mike. Früher, da war alles noch gut. Früher war alles noch besser. Da haben wir noch mit Brieflein uns geschrieben. Als Gummistiefel noch aus Holz waren. Und die Reifen fähig. Und das tote Meer noch krank. Es war einfach die bessere Zeit. Und mein Opa noch ein kleines Meidl war. Der ist noch nicht so tief, gell? Rüdiger! Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief! Nicht so tief! Rüdiger, was habe ich dir gesagt? Nicht so tief! Rüdiger, ich nehme dir jetzt das Ding gleich ab. Nicht so arg drücken, bitte. Gut. Das ist zur Oberkante, dann sind wir doch viel zu tief. Ja, brauche noch. Nee, hier sind wir viel zu tief. Das ist Ober, da kommt Dämmung drauf, oben drauf.
So viel Mineralbeton wird jetzt eingebaut. Ja, ist doch scheiße. 13 cm bei der Erde. Da holen wir es hoch. Also, ich vergessen Mineralbeton. Hä? Ja, sorry, ich denke, ich habe Mineralbeton vergessen. Ja, du musst halt dann abziehen, so rüberziehen. Aber du musst halt aufpassen. Was haben wir da gemacht? 30, gell? Du musst 30, aufpassen wegen der Rohre. 25 halt. Mineralbeton und 5 für den Split. Hier brauchen wir dann auch Split, ja? Also brauchen wir hier auch 30. Ja, Rüttelblatt brauchst du ja keine reinmachen, oder? Ja, die kleine Rüttelblatt hätte ich halt reingemacht, ne? Die kannst du auch mit der großen fahren. So, mit der großen fahren, ist mir egal. Jetzt ist halt die Frage, wie weit wir runterkommen, ne, wenn wir jetzt rütteln. Auch mit der Erde hier. Der ist schon gedrückt, ein Bagger. Ja, aber halt nicht Vollgas. Der Bagger drückt nicht viel runter. Da darfst du dich nicht... Der darfst eh nicht hier so viel rütteln, weil die Rohre nicht tief liegen. Mit der großen Blatt kannst du nicht drauf, oder? Allgemein rütteln ist hier jetzt Katastrophe. Auch das, was er macht mit Abdrücke, ist scheiße. Ich verschiebe sich ohne. Ja komm, dann wirf doch gerade alles so rein und fertig. Muss ja, nichts heben. Rütteln wir mit der kleinen Blatt ab. Mit der Mittelklasse-Platte. Da muss ja nichts tragen, das ist ja hier. Du kannst ein bisschen abziehen mit dem Bagger, so 1 cm, 2 cm. Klar, ist kacke, wenn später die Mineralbettung abhaut. Die Mineralbettung geht halt unten rein dann, später, wenn wir den abrütteln. Das ist halt blöd dann. Nee, so alt geht er jetzt auch nicht rein. Frank sagt, 15 cm bei weicher Erde scheiße, weil dann zieht es die Erde durch die Mineralbettung hoch. Ja, aber dann musst du abziehen. Du kannst aber eine Tiefe, weil deine Rohre liegen da. Guck, kommen sie schon. Das ist mir doch da aber auch. Nee, die sind tiefer, die Rohre. Du kannst abziehen noch hier vorne, aber nach hinten hinaus kommt halt dein Rohr. Da musst du halt aufpassen. Ja, egal. Rüdiger, hol eine halbe Schaufel, dann kann ich reingreifen mit dem Löffel. Du zieh doch mal ab. Scheiße da vorne, oder? Ja, einmal da so rinfahren. Zieh doch halbe. Ab nach vorne. Keine ganze. Nee, halbe. Lieber immer halbe, dann kann ich wenigstens rausnehmen. Kontrollierter.